Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, und ich muss mich auf jeden Fall für die gestrige Folge entschuldigen. Ich habe auch danach, als ich die fertig aufgenommen habe, eigentlich gedacht, so komm, eigentlich kannst du jetzt nicht hochladen, aber ich habe jetzt gespeichert und... Ja, komm, dann seht ihr ein bisschen meines Leides, denn ja, wie ihr wahrscheinlich direkt gemerkt habt, ich bin etwas gereizt tatsächlich. Kollegen meinten, ich bin einfach nur urlaubsreif. Ich weiß nicht warum, können viele Gründe haben, keine Ahnung. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ich hätte am besten einfach gar nicht aufnehmen sollen. Es gibt auch eine Destroy All Humans Folge, mal sehen, wer dabei rausfindet, bei welcher ich nicht sehr gut gelaunt bin. Ich meine, das ist ziemlich easy herauszufinden. Obwohl die Folge eigentlich ziemlich geil gestartet hat. Egal. Ah, wir haben das nächste Monument. Und es sieht genauso aus wie das davor. Sehen alle Monumenten so aus, ist die Frage. Wir stellen es einfach mal hin und gucken, ob wir dann später ein besseres bekommen. Ich meine, immerhin haben wir ein paar in Produktion. Also ich hoffe, wir kriegen dann anders, weil das finde ich irgendwie nicht so geil. Aber ich freue mich schon, wenn ich endlich Urlaub habe. Das Problem ist nur, das ist dann mein erster richtiger Urlaub das Jahr, dass ich im Prinzip eigentlich sehr viel Arbeit habe in meinem Urlaub. Das heißt, Erholungsurlaub ist das auf jeden Fall nicht. Aber egal, Hauptsache nicht arbeiten. Ja, das ist schon einiges wert. Du holst... Ach so. Ich verstehe. Gelber Igel. Ja, hier wollen wir natürlich dieses Lager füllen. Und da fehlen uns natürlich ein paar Ressourcen. Hier dürfte nirgendwo Marmor liegen. Tut's auch nicht, aber sehr viel Granit und Kalk. Und wir haben tatsächlich sehr viel Baumwolle. Wir brauchen ein bisschen Stahl, deswegen lassen wir das mal hier liegen. Ja, durch meinen Fehler gestern gab es natürlich dann wahrscheinlich auch nicht so viele Kommentare, denn meine Stimmung schlägt sich dann natürlich auch auf die Zuschauer nieder, was ein absolutes No-Go ist und was ich auf jeden Fall nicht will, also deswegen tut es mir noch umso mehr leid. Ich hätte am liebsten die Folge gar nicht hochgeladen, aber ich habe mich dann halt dazu entschieden, sie doch hochzuladen, weil sie war halt da, es ist was passiert in der Folge. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen auch, dass nicht immer alles geil ist. Oder vielleicht können es die einen oder anderen auch verstehen oder sowas. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, was soll's, ne? Leide ich nicht allein. Schieb mein Leid auf andere. Naja, das ist auch scheiße. Egal. So, ich... will aber nicht, dass das nochmal vorkommt. Deswegen, wenn ich sowas habe, werde ich einfach nicht nochmal aufnehmen. Lass es dann einfach. Ich habe hier keine Lust, miese Stimmung zu verbreiten. Ich meine, teilweise lässt sich das nicht vermeiden. Aber ich versuche halt zu spielen. Oh, Party hier im Büro? Ach, das ist die Einweihungsparty vom Roman. Ich verstehe. Dilom ist direkt dabei, hier Roman zu gratulieren. Ja, jetzt will Roman noch von Harris ein paar Geschenke haben. Ja, Dinom bewundert hier die super Regale, die er selber gebaut hat. Oh, Harris! Ah, ich dachte schon, ne? Da hat sich Harris was getraut, ne? Weil Roman hatte hier so gedacht, komm, er probiert mal einen Sessel aus. Das ist natürlich eine Party jetzt, die Einweihungsparty hier im
Büro stattfindet als im Aufenthaltsraum, finde ich natürlich sehr interessant. Aber muss halt auch gefeiert werden, ne? Weil Büro sieht ja nicht schlecht aus. Oh, Dinom gefällt es aber nicht so. Ja, natürlich gefällt es Dinom nicht so. Ne? Der Dinom kriegt natürlich einen riesengroßen Thron, deswegen, es darf ihm einfach nicht gefallen. Er kann ja nicht zugeben, dass das Büro im Moment geiler ist als seins, der noch nicht da ist. Das geht hier nicht. So. Egal, dann machen wir trotzdem mal diese zwei Kommentare. Und der eine ist dann natürlich ganz klar, wie schaffen es denn ein paar Plusse, die den Spaß am Spiel zu vermiesen und absolut keinen Bock mehr auf das Spiel hast? Ja, das stimmt so natürlich nicht. Ne? Das habe ich halt gesagt, weil ich war halt generell gereizt und es hat auf jeden Fall nichts mit den Plussen zu tun. Sagen wir mal, die Plusse haben mich eher getriggert. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, ne? Ist natürlich jetzt schade, dass es so scheiße jetzt vor mir war, dass ich natürlich nicht weiß, wie wir jetzt hier die Plusse, ob die so gut sind oder nicht, weil da gab es natürlich jetzt gar keinen Kommentar zu. Deswegen lasse ich die jetzt einfach so. Persönlich wüsste aber auch nicht. Ich habe jetzt nochmal überlegt, wenn wir den Einser, den könnten wir vielleicht dann einen größer machen. Aber eigentlich finde ich das schon geil, wenn wir die Babyplusse sind ja im Prinzip Einser. Dann haben wir ein Zweier dickes Plus und einen Dreier dickes Plus. Das heißt, wir hätten einen Dreier Plus, einen Zweier Plus und zwei Einser Plusse. Problem, was ich eigentlich damit habe, ist, die sind mir ziemlich nah am Rand. Ich weiß jetzt natürlich nicht, gut, hier ist auch am Rand. Das heißt, es ist nicht schlimm. Die Frage ist, wie wollen wir das nachher gestalten? Wollen wir hier den Boden auch wegmachen? Soll es nachher so aussehen wie hier? Sollen wir die komplette Überdachung hier auch rausnehmen? Ne, dass es im Prinzip komplett draußen ist. Machen wir hier noch einen extra Raum hin? Wie machen wir das? Ich würde auch gern Sand legen können. Aber Sand haben wir nicht als Boden. Naja, wir können Dreck legen. Damit könnten wir zumindest, wenn da Steine drunter sind, die wegmachen. Ich mache es jetzt erstmal wie hier und entferne den Boden. Ich weiß nämlich zwar noch nicht, was da hier hin soll. Aber gut, wenn der Boden wieder hin muss, dann kann man den ja easy wieder entfernen. Widerlegen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich mache das jetzt so, wie die Überdachung weg ist. Wir haben natürlich auch leider keine Möglichkeit, Sumpfgebiet selber zu erzeugen. Was natürlich auch sehr interessant wäre, wenn das gehen würde. Ich habe vielleicht mal überlegt mit dem Hygieneteil und dann dem Wasserausgang, also Abwasserausgang, ob wir da vielleicht sumpfige Erde erschaffen könnten. Wir hatten das mal. Aber da, wo es war, ist, glaube ich, keine sumpfige Erde entstanden. Und beim zweiten Mal, wo wir das hatten, war es schon sumpfige Erde. Wo ist der Abwasserausgang? Na gut, es wird eine Verunreinigung entstehen. Aber mehr auch nicht.
Gut, die Verunreinigung wird auf jeden Fall weggeschwemmt. Ja gut, wir haben auch, ich sag mal, naja, zwei Abwasserbehandlungen. Sieht für mich eher aus wie eine Vorklärung, aber nicht wie eine Biologie, aber gut, ist ja nur... Nun gut. So, die Zimmerpflanzen habe ich übersehen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, die sehen ja auch alles andere aus als Zimmerpflanzen. Sieht ja eher aus wie so Ding. Ja gut, jetzt sieht man, dass es Zimmerpflanzen sind, weil sie gepflanzt worden waren. Aber die wurden ja vorher auch nicht gepflanzt, ne? Da hast du halt nur den Blumentopf gesehen. Wobei, die gehen schon ein bisschen unter mit diesem Farben. Aber ich habe extra die Farben so angeordnet, ne? Ich wollte die so ein bisschen... Ja, wie so eine Meeresbrise halt, ne? Es soll jetzt nicht so blau sein wie Dings, sondern eher schon so... Ja, dieses, ja, Türkise, wie so eine Brise halt, ne? Ist schwer zu vermitteln. Aber es sieht eigentlich genauso aus, wie ich es so ein bisschen haben wollte. Naja, jetzt haben wir ein Monument. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Titanium. So, dann schicken wir noch mal ein bisschen was rüber. Wir brauchen ja auch hier bald Bauteile. So, den Rest füllen wir auf mit Titanium. Titanium wiegt ja nur die Hälfte, oder? Wir haben doch Titanium, oder? Mir fehlt eine Suchfunktion hier oben. Ja, komm, machen wir mal nach Namen. T. Wir haben kein Titanium. Dann machen wir eine Fuhre Dings. Wir müssen Titanium besorgen. Hier wird Gold gemeint, hier wird Gold gemeint, hier wird Stahl gemeint. Wir machen den mal an. Der hat ja gar keine Aufgaben. Wir kopieren Titanium hier rein. Werden die aufgeladen oder worauf warten die? Die warten. Auf was? Die können doch meinen. So. Kupfer, Aluminium, Plastahl, Uran. Jade. Titanium haben wir. Gold. Silber. Jetzt sind sie wieder aktiv. Der aber nicht. Jetzt schon. So, wir haben drei aktiv. Wir sind noch im Plus. Wahrscheinlich dank dem hier. Hier müssen wir den Boden noch legen. In Beton.
Gut. Wir haben ziemlich viel Heu wieder. Dann könnten wir noch mal ein... Wie sieht's mit Holz und Schokolade aus? Voll... Wir haben so viel Schokolade, das ist unglaublich. Dann tun wir den noch in Neutramin ändern, weil davon haben wir irgendwie nie genug. Ein Heu lassen wir tatsächlich. Oder wir machen das so, wir ändern den auch in Neutramin. Und tun den in Heu ändern. So, das ist gebaut, erledigt. Die Forschung, gerade forscht keiner, aber wie sind Notfallroboter, Küchenroboter und dann die ganzen Tiers. Und dann können wir endlich unsere eigenen Reinigungsroboter herstellen. Aber auf jeden Fall schon mal eine Krone für die Norm. Die ist aber nicht aus Gold. Müssen wir nochmal machen. So, jetzt könnten wir aber einen zusätzlichen Mining-Roboter brauchen, ne? Achso, ja, hier können wir natürlich jetzt die schon, könnten wir herstellen, können wir aber nicht, weil uns fehlen natürlich dafür die Ressourcen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier den Reinigungsroboter V5 oder V1 oder sonst irgendwas, kann ich ihn nicht bauen. Denn uns fehlen die Logistikteile, die wir noch nicht erforscht haben. So, den hätte ich aber gern. Aber den Putzroboter könnten wir, glaube ich... Nee, der braucht eine Logistik einfach. Den können wir auch nicht herstellen. Oder? Hier, so gefällt mir das besser, wenn das aufgeteilt ist in dann mehrere Reihen, aber nicht so wie hier, wo dann alles klein gedrückt ist. Dann sollen sie lieber noch mehr Reihen hinzufügen. Aber gut, wir versuchen eh den einen Mod beim nächsten Mal wieder mit reinzubringen, dass wir eine eigene Station haben, so wie hier, die das kann. So, es wird dunkel. Jetzt sind wir extrem stark im Minus. Das ist nicht schön. Naja, wir haben noch einen Speicher. Oh. Ich glaube, wir brauchen echt ein Atomkraftwerk. Hey, wir haben noch Nanofasern bekommen. Oder haben wir die noch nicht rüber geschickt? Haben wir wohl noch nicht rübergeschickt. Generiere Planet. Also wir haben hier auf jeden Fall viel zu viele Transportkapseln. So, zu beladen. Haben wir noch irgendwas, was beladen werden muss? Nee, dann können wir die auch direkt rüber schicken. So, Strom. Ja, die Windteile, die knallen halt rein, wenn sie laufen, ne? Hier würde noch genau einer hinpassen. Hier nicht mehr.
shit. Würde hier noch einer hinpassen? Theoretisch, wenn wir die Ponökel wegreißen, könnten wir es probieren. So, oder? Ja. Und dann könnten wir hier sogar noch einen Solarteil hinsetzen. So, jetzt überlege ich mal, wenn wir dieses Teil hier erweitern würden. Mal rein spekulativ. Und hier Batterien reinklatschen. Haben wir denn endlich schon den Dings? Die Sicherung. Die Basissicherung. Den Leistungsschalter haben wir immer noch nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Auf Platz 19 abgelehnt. Den machen wir als allernächstes. So, jetzt müssen wir natürlich vieles wieder nachholen. Den Notfallroboter, den Küchenroboter, Antilogik. So, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich da sonst noch mit drin hatte. Das waren, glaube ich, hier diese T7-Dings. Machen einfach so und so und ich kann nichts lesen. Komm, hauen wir die Cloud auch noch mit rein. Scheiß drauf. So. Und jetzt lassen wir den erstmal arbeiten. Weil wenn wir natürlich wieder so viel Strom haben und Batterien, die haben aber eine sehr niedrige Effizienz, die Batterien. Okay, die fangen kein Feuer und machen auch keins, wenn ich das richtig gelesen habe, aber wir hatten doch schon. Ich würde trotzdem die provisorischen Sicherungen reinbauen. Vielleicht nicht mit dem Handeln. Nimmt an der Party teil. Was für eine Party. Ja, der hat einen Reinigungsroboter, aber nur einen Tech 3er. Aber der hat ein paar normale Putzroboter. 9 Stück. Stück. Oh, warte, die dürfen wir so gar nicht kaufen, ne? Wir müssen jetzt einem nach den anderen kaufen.
Oh, warte, das ist der Küchenroboter. Ja, komm. Einer liegt, glaube ich, doppelt. Oh, warte, der stackt die doppelt, oder? Der stackt die doppelt, oder? Nee. Wir räumen die direkt rein. Deswegen lasse ich gerade mal pausiert. Aber wenn der die dann rüberschießt, ne? Sind die dann gestackt? Ich hoffe nicht. Wir machen das jetzt einfach. Wir schieben in jedem Scheiß einen rein. Kann ruhig weiterlaufen. Plus Titanium. So, wir haben 7 Stück. Lag. Lag. So. Damit wären wir bei 4. Alter. Ach komm, jetzt verarsch mich doch nicht. Wo ist er denn? Und einen noch. So, wir haben hier noch einen Mining-Roboter, den müssen wir noch setzen. Da ist er. Müssen noch gucken. So, der ist ready. Die sind, glaube ich, alle ready. Der nicht. Wir starten alle. Ist das dein Ernst? Ja gut, dann machen wir jeden einzeln. So, ich habe jetzt extra pausiert, weil wenn die ja hier sonst die Dinger weglegen, ja, dann stackt er die nachher aufeinander. So, Putzroboter war unten. So, haben wir alle? Nein. Einer fehlt noch. So, Reihe ist voll. Ich glaube, das reicht. Jetzt müssen wir die alle noch benennen. Sprühschiss. Bester Name. Dinom wartet auf seine Operation. Kein Arzt. Mach mal. Hier könnte man jetzt nochmal ein Regal machen oder irgendwas anderes. Jetzt ist hier auch ein Roboterhändler, das ist ja interessant. Aber jetzt brauchen wir ja keinen mehr. Wir haben ja jetzt erstmal ein paar Putzroboter.
Wobei Transportroboter wären natürlich auch nice. Wieso liegt da eine tote Schlange? Ist ja egal. Gut, die wurden nicht aufeinander gestackt. Das freut mich. Es dauert jetzt natürlich Prothesen. Komm, alle helfen mit. Wir haben ja keine Bauroboter mehr, die das sonst gemacht hätten. Nicht genügend Gästebetten. Ja, wieso kommen denn so viele Gäste? Der wartet. Es gibt wohl nichts mehr zu putzen. Kann gar nicht sein bei der großen Fläche. So, wie sieht's denn hier aus? Gut, dann können wir mal den Boden machen. Unser Klopfer macht nur Meisterwerke. Haben wir überhaupt Marmor hier? Ach, das gibt's ja nicht. So, alle aktivieren. Jetzt müssen wir die alle umbenennen. Dein Name ist Furz. Dein Name ist Rüdiger. Dein Name ist Nee, warte, jetzt muss ich denken. Denken. Ronit. Geht das überhaupt? So, dein Name ist... Boah. Ja, genau, boah. Boah ist dein Name. Dein Name ist Kackhaufen. Kackhaufen? Genau. Dein Name ist mir doch egal. Dein Name ist Letzter. So, haben wir alle benannt? Keine Ahnung, sind alle am Arbeiten. So, jetzt sind es aber hier alle auf Tour, wa? Ja. Wie sieht eigentlich die Heimatzone aus? Voll, würde ich mal sagen. Die ganze Karte ist Heimatzone.
Ich habe gesagt, die ganze Karte ist Heimatzone. Da ist ein Anima-Baum schon wieder. Der brüllt nachher wieder, wenn er verschwindet. Alles Heimatzone hier. Muss ja auch der Sumpf sauber gemacht werden, also ich bitte dich. Hier haben wir jetzt zum Glück keine Stromprobleme. Hier hätten wir aber auch noch Platz für Geothermal. Theoretisch müsste ich hier eigentlich auch in Industrie ändern, ne? Ein bisschen upgraden. So. Ist das hier fertig? Immer noch nicht. Haben wir denn genug Marmor? Dann schicken wir einfach mal ein bisschen Marmor, ein bisschen Bauteile rüber. Wir schicken 4. Bauteile 100. Voll machen mit Marmor bitte. Wir haben gar nicht so viel Marmor. 400 müssen aber reichen, oder? Ja gut, wir sind ja am Produzieren. Ich glaube, was wir jetzt hier gebrauchen könnten, wären echt Transportroboter. Der eine kommt nämlich gar nicht hinterher. So, wir haben hier schon wieder ein Monument und das sieht genauso aus. Ich krieg langsam Angst, dass die Monumente alle so aussehen. Ich glaube, Silber sieht echt besser aus als Titanium. Es passt besser von der Farbe zum Flur. Wir machen es mal so. Wir bauen aus dem eine Titanium-Tür und die anderen machen wir schon mal Silber. Und dann gucken wir, wenn die Titanium-Tür fertig ist, ob sie vielleicht doch besser aussieht. Aber im Moment sieht es halt nicht so aus. Dicke Sonneneruption. Super. Oh. Ist fertig. Sehr gut. Ach, der nimmt eh die ganze Gruppe. Siehst du, hab ich doch gesagt. So, das heißt, wir haben die Bauteile, wir haben Marmor, das heißt, hier kann weitergemacht werden. Wir haben keinen Strom, willst du mich verkackeiern? Ach so, die Sonneneruption. Natürlich. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis die Sonneneruption durch ist. Wir speeden das mal ein bisschen durch. Komm, Bauteile. Ich hoffe, die Sonneneruption geht mal schneller vorbei, damit wir hier den Boden nachher noch nehmen können, um da rein zu kopieren, damit ich nicht das Menü öffnen muss. Thank you.
Das ganze gute Essen. Kreativer Name nutzt die Chance schon und säuft sich mit Rum voll. Alter, 400 Ankovis. Ja. Komm, mach hin jetzt. Sonneneruption, hallo. Sonneneruption, Sonneneruption. Alter, wie lange dauert die denn noch? Das kann doch nicht wahr sein. Ich speed hier durch. Mit 10 FPS. Ah, die Sonneneruption ist vorbei. Sehr gut. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Und der kann weg. Der kann hin. Und der darf auch. So, jetzt brauchen wir hier aber auch wahrscheinlich Kühlung drin, ne? Ich will ja nicht, dass hier... zu warm drin wird. So, Industriebatterie. Den mal hier weg. Die gehen mir gerade auf den Sack. Danke, Michael. Das würde ich schon ohne dich tun. So, hier in die freie Stelle, hier in die freie Stelle und hier... machen wir dann diese Teile, wenn die endlich mal erforscht sind. Ne, Leistungsschalter, wieso forscht hier eigentlich keiner? Was mit Chiara Sophie? Warum forscht die nicht? Was macht Chiara Sophie den ganzen Tag? Sie trägt Aluminium. Wieso? Wieso trägt sie Aluminium? Hat ihr das einer befohlen? Auf was hat sie bauen? 3. Forschen? 2. So nämlich nicht. Okay, es muss höher als Managing sein. So. Wenigstens vor Ster. Also Chiara, hast du es begriffen? Forschen, forschen. Cookies essen. Na gut, dann ist halt ein Cookie. Aber dann forschen. Also Chiara, was ist mit dir los? Wieso baust du wieder? Bauen.
Bauen hat sie gar nicht. Ah ne, das war Kamna. 4. Forschen. 3. Wieso forscht die nicht? Ich glaube, wir brauchen mehr Bauteile, wa? Was macht Jugulias eigentlich den ganzen Tag? Der sollte bauen. Der versucht hier sich zu unterhalten, ja? Gäste... Standardwerte... Abgelehnt. So, Zone, ich sehe schon. Tiere, die finden hier was Neues. Da wollen die direkt reingehen. Abgelehnt. So. Chiara, was machst du? Schlafen. Hier wird nicht geschlafen, hier wird geforscht. Kann das nur wer Bestimmtes forschen, oder was? Warum sind die blau? Was heißt es, wenn die blau sind? Gut, Felix kümmert sich. Was ist mit den anderen 1000? Ich habe 3 Forschungsstationen und ich habe 5 Leute auf Nummer 1 Forschung gemacht. Wieso forscht hier keiner? Sehr gut, Wanda. Genug geschlafen. Genug geschlafen. Hier wird geforscht, Leute. Alle müssen forschen. Ja, geh halt baden. Aber forschen! Die können, also ich habe die schon hier dran gesehen. Es ist nicht so, als könnten sie da nicht dran gehen. Was haben denn normale Batterien für eine Effizienz? 50. Ja, die anderen haben nicht sehr viel mehr. Aber ich habe auch diesen Mod mit ganz vielen verschiedenen Batterien rausgenommen. Wie sieht's denn aus mit Bauteilen?
Hier sieht's gut aus. Wo lagern wir die Bauteile? Hier ist noch ein Putzroboter. Hier sind sogar noch mehrere. Ja gut, drüben brauchen wir keinen mehr. Das sind Transporter. Das ist ein Reiniger. Dann stellen wir die Reiniger hier auf. Was zur Hölle ist das? Ein Ei. Endlich Chiara Sophie ist am Forschen, dann geht's jetzt geht's voran. Konnte man nicht irgendwo sehen, wie weit das ist? Oder war das, ist das mit dem Baum nicht mehr möglich? Da, wir haben noch 37 Bauteile. Alter, ist das so teuer gewesen? Komm schon, du schaffst es. So, jetzt kann ich sie alle wieder normal stellen. Wir hatten alle auf 4, ne? Chiara stellen wir mal auf 3. So, jetzt kommen die Leistungsschalter. Wir wollen das natürlich auch trotzdem nochmal absichern. Wenn das hier Bumm macht, ne, dann macht's Bumm. Deswegen sichern wir das ein bisschen ab. Und wir brauchen wieder Bauteile, so wie es aussieht. Schicken wir nochmal eine Fuhre. Aber dann müssen wir Bauteile wieder produzieren. So. Nochmal 150. Nanofaser müssten wir eigentlich keine mehr brauchen. Habe ich jetzt aber nicht mehr geguckt. Ich schicke nochmal ein bisschen Marmor mit rüber. Stahl füllt sich langsam. Gut, wird ein bisschen dauern, das hier zu füllen, aber das ist durch. Sehr gut. Das ging schnell. Aktivieren. Aktivieren. So, die muss ich auch noch umbenennen. In R1. Hallo? R1. C. Wie viele Cleaner haben wir denn? Wir haben R2, C1. Machen wir es so. R1, C1, R1, C2. Jetzt müssen die nur noch hier durch. Was die alles machen. Aber dann macht mal hinne.
Wir sind wohl alle auf dem Weg. Wo ist der denn gelandet? So, oh, die Folge ist auch schon vorbei. Ja gut, die letzte war ja so kurz, deswegen kein Problem, machen wir ein bisschen länger. Oh, Neutramin können wir für drüben gebaut brauchen. Die kaufen wir natürlich, ja, Standard kaufen aber auch. So. Alter. Lass mich doch mal Mufflons kaufen. Medizin kochen wir einfach mal. Warum auch nicht? Ein Kompoststarter. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall ziemlich viel Dings hier. Ja, die besonderen Kristalle nimmt der, die besonderen Blöcke nimmt der, aber der nimmt nicht unsere Müllblöcke. Alter, wir haben so viel Baumwolle, das ist... Hat sich echt gelohnt. Hat sich gelohnt. Beeren. Whisky. Die Ekelmonumente können wir eigentlich wegtun. Gut. Haben wir ein bisschen was gekauft. Und verkauft. So, jetzt würde ich das hier gerne noch fertig sehen. Komm schon, Jugulias, wo bleibst du? Alter, 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 wo warst du? Was hast du gemacht? Ja, hier haben wir leider keine Straße. Oder den ganzen Boden betoniert, dass wir überall schneller laufen könnten. So, und damit ist das hier auch durch und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge und ich hoffe, die Batterien reichen. Denn solange wir ja Überschüsse haben, füllen wir ja auf und dann müsste das eigentlich die Nacht überstehen. Ja gut, vor allem wenn die Windturbinen die ganze Zeit ballern, kommen wir auch die Nacht so gut durch. Na gut. Aber das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und den habe ich vergessen. Mach einfach alle aktivieren. So. Dann machen wir den noch. So. R1. M4. Also bis dann. Ciao.